ganze Jahr hier voll die mega Konfettikanonen. Das ist verrückt. Das ist echt so cool. Jawohl, 3 Tage sind wir jetzt hier und wir hoffen einfach wieder Zeit gemeinsam erleben zu können. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Da werden wir. So, Paske, welche Bahn nehmen wir zuerst? Was am Freudenreich. Nee, eigentlich nicht. Wo Arthur? Laufen wir da hin? Arthur, genau, das war doch dein Wunsch. Das wird nämlich Arthur sein. Wir sind gleich durchgelaufen zu Arthur. Eine Minute steht dran. Ich freue mich riesig. Wo ist meine Maske? Jetzt gibt es nämlich wieder... Nee. Weil Arthur ist ja überdacht. Demnach brauchen wir wieder eine Maske. Du weißt nicht, wie das geht, oder? Du musst das nach der Reihenfolge machen, wie das auf dem Buch steht. Erst blau, dann gelb, dann rot. Und vielleicht nur einmal. Ja, solltest das nur einmal ziehen. Denkst du bitte auch mit blau an? Ja, blau. Geht nicht. Doch, jetzt. Da. Die böse Hexe. Ich muss was sagen, das ist nicht Rapunzel. Sie spricht auch nicht. Das ist eine Taubstumme. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Piraten in Batavia. Das ist meine allererste Fahrt. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Das ist total traurig, weil ich war einmal hier vor ein paar Jahren. Da gab es die alte Bahn noch. Aber die Jungs meinten irgendwie nicht mit mir Piraten in Batavia fahren zu müssen. Das war irgendwie eine Nebensache. Ich weiß auch nicht wieso. Tada. Auf jeden Fall werde ich jetzt das erste Mal Piraten in Batavia fahren und ich freue mich. Du wirst begeistert sein. Ich hoffe es. Guten Morgen.
Was machst du da? Ich hab was im Schuh. Es hat gepiekt. Schön. Ja, was fragt Ben? Ob wir zusammen durch den Park gehen wollen. Da bin ich ganz flexibel. Batavia, mega schön. Man hat so viel zu gucken und es ist so schön gemacht. Das ist wirklich klasse. Also, das absolut. Ist so, das stimmt alles und irgendwie die Animatronics sind irgendwie ziemlich cool. Wie heißt der kleine Freund von, heißt der Yuppie? Der kleine Otter? Was ist ein Otter? Das ist ein Otter. Ja, der ist so süß. Der ist mega niedlich. Der ist so, ich nehme ihn mit nach Hause. Ich nehme ihn mit nach Hause. Grundsätzlich nimmt Hase alles mit nach Hause, was irgendwie an Tier aussieht. Das ist ein Gorilla. Auch? Das ist ein Gorilla. Das funktioniert. Auch. Nehme ich auch mit. Und jetzt gehen wir uns Pilderbrötle kaufen. Wir hoffen noch, dass es welche gibt. Wir haben ja schon so viel Gutes davon gehört. Susi erzählt ja immer ganz, ganz viel. Jetzt wollen wir auf jeden Fall uns Pilderbrötle kaufen. Es sind sogar noch vier. Oh, Wahnsinn. Hallo. Hallo. Vier Helderbrötle bitte. Kevin hat auch vier Helderbrötle bekommen. Ein Helderbrötle. So, Helderbrötle, hoch und kommen. Ja, jetzt probieren wir sie. Also ich habe mir das Hilderbrötle ein bisschen weicher vorgestellt. Also nicht so ganz so keksig. Super lecker. Die Marmelade ist auch klasse. Es lohnt sich auf jeden Fall. Super Tipp von Susi. Ja. Coaster ist gerade angefangen und ja, next ride. Kankan Coaster. Ich muss immer wieder sagen, ich finde die Neuthematisierung wunderschön, das sieht total klasse aus. Das ist voll stimmig. Und es ist eine Bahn, die ich super gerne fahre. Und jetzt wollen wir zu Madame Freudenreich. Dahin, ein paar Dinos gucken.
Gerochen wie dieses Mal. Es hat richtig nach Waschmittel und nach richtig süß nach Kuchen und alles gerochen. Das war cool. Das habe ich noch nie so extrem mitbekommen. Und wenn wir hier schon gerade auf der Ecke sind, gehen wir gleich eine Runde Silvesterfahrt. Ja, und ich glaube, ich lese 15 Minuten. 15 Minuten? Ich kann das gar nicht sehen. Ich glaube, es sind 15 Minuten. Sicher? Ich sehe das nicht. Es können aber auch 10 sein. Ich sehe es wirklich nicht. Ich glaube, es sind 10. Es sind 20. 20? 40? Zehn? Ich kann's. Ich glaube, es ist 10. Es sind 10 Minuten. Es sind 10 Minuten. Es sind 10 Minuten. Oh, wir sind so blind. Wir sollten über eine Brille nachdenken. Ja, man hat ja eine, ne? Aber die Hotelgäste stehen ja ganz vorbei. Ich habe sie schon lange nicht mehr aufgehört. Ich wollte gerade sagen, ich kenne dich gar nicht mit Brille. Also ich das hat auch seine Gründe. Ich habe ihn noch nie mit einer Brille gesehen. We'll be right back.
heute nicht nur Spritzwasser. Definitiv nicht nur Spritzwasser. Zumindest war es nicht in der ersten Reihe nur Spritzwasser. Die sind ein bisschen nasser geworden. Ich und Kevin saßen in der zweiten Reihe. Das ging eigentlich, da sind wir gar nicht so nass geworden. Das ist eigentlich ganz gut gewesen, Dima. Ein kleiner Dalmatiner. Ein bisschen habe ich was abgekriegt. Ein bisschen, gesprenkelt sind wir, aber das ist nicht erwähnenswert. Das trocknet schnell. Deswegen gehen wir jetzt in die Poseidon-Dusche. Nein. Nein. Heute nicht.